Herzlich willkommen. In diesem Tutorial-Video möchte ich Ihnen das Modul Analyse des Doku-Performers vorstellen. Dabei werden Sie verschiedene Funktionen kennenlernen, die Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit mit dem System helfen können. Sie können zum Beispiel umfangreiche Verwendungsnachweise durchführen, verschachtelte berechnete Kennzahlen analysieren oder Objekte auf die Einhaltung von Namenskonventionen prüfen. Das Modul Analyse wird fortlaufend gemäß Kundenanforderungen weiterentwickelt. In diesem Video möchte ich mich auf erklärungsbedürftige Funktionen beschränken. Beginnen möchte ich mit unterschiedlichen Analyse-Reports. In diesem Kapitel werde ich Ihnen einige Funktionen aus dem Bereich Analyse-Reports vorstellen und erklären. Beginnen möchte ich mit einer Funktion zum Objektvergleich zweier ausgewählter SAP-Systeme. Man kann damit zum Beispiel sehen, welche Objekte aktuell nur im Entwicklungssystem existieren oder welche Queries direkt im Produktivsystem angelegt wurden. Zunächst muss man sich am aktuellen System anmelden, falls noch kein Logon erfolgt ist. Um einen Abgleich vorzunehmen, muss neben dem aktuell verbundenen System noch ein zweites System ausgewählt werden. Anschließend müssen noch die Objekttypen, welche überprüft werden sollen, ausgewählt werden. Nun kann die Analyse gestartet werden. Nachdem die Anmeldung für das Vergleichssystem erfolgt ist, beginnt die eigentliche Analyse. Die Ergebnisse der Analyse werden in drei Tabs aufgeführt. In den ersten beiden Tabs werden die Objekte aufgeführt, welche nur in jeweils einem der Systeme vorhanden sind. Im dritten Tab werden in zwei Grids die Objekte aufgelistet, welche in beiden Systemen vorhanden sind. Die Ergebnisse können als Excel-Tabelle exportiert werden. Die Tabellenanalyse für InfoProvider ermöglicht es, den Aufbau von DSOs und InfoCubes mit der Anzahl enthaltener Datensätze in den Fakten- und Dimensionstabellen bzw. den einzelnen DSO-Tabellen anzeigen zu lassen. Als erstes muss der Objekttyp gewählt werden. Es werden DSOs und InfoCubes unterstützt. Anschließend können die gewünschten InfoProvider ausgewählt werden. Bei gedrückter Steuerungstaste können Sie auch mehrere Objekte markieren. Wie bei den meisten Analysefunktionen kann die Analyse über die Toolbar oder das Kontextmenü gestartet werden. Wenn die Analyse beendet ist, wird der Aufbau der ausgewählten InfoProvider dargestellt. Die Ergebnisse der Analyse können einfach über die Toolbar als Excel exportiert werden. Die Prüfung auf Namenskonventionen ermöglicht es, die festgelegten Regeln für die Vergabe von technischen Objektnamen in den Doku-Performer zu übertragen und deren Einhaltung zu überprüfen. Für jeden Objekttyp können Regeln angelegt und überprüft werden, zum Beispiel für Prozessketten. Die maximale Länge technischer Namen ist für jeden Objekttyp auf den Standard-SAP-Wert voreingestellt, kann aber angepasst, also verkürzt werden. So können Sie zum Beispiel festlegen, dass InfoCubes oder Multiprovider nur 8-stellig sein dürfen, obwohl der Standard 9 Stellen erlaubt. Da DSOs im SAP maximal 8 Stellen haben dürfen, kann so eine einheitliche Länge für InfoProvider festgelegt werden. Ich ändere den Wert für Prozessketten nun beispielsweise von 25 auf 17 Zeichen. In den Zellen können die erlaubten Zeichen für die jeweilige Position angegeben werden, zum Beispiel ein Z für den Kundennamensraum an erster Stelle, ein P an zweiter und ein C an dritter für Process Chain. Wenn an einer Position mehrere Zeichen erlaubt sein sollen, können diese durch ein Komma getrennt eingetragen werden. In diesem Fall ist an dritter Stelle also sowohl ein C als auch ein K erlaubt. An vierter Stelle füge ich einen Unterstrich ein. Über das Kontextmenü können Platzhalter für allgemeine Zeichentypen eingefügt werden, zum Beispiel ein Platzhalter für beliebige alphabetische Zeichen. An den entsprechenden Stellen sind nun jeweils beliebige alphabetische Zeichen erlaubt. Diese Regel soll zum Beispiel Prozessketten für Attribute überprüfen. Am Ende füge ich noch zwei Platzhalter für numerische Zeichen zur Nummerierung ein.
Beim Einfügen von Platzhaltern ist darauf zu achten, dass nur die Zelle markiert ist und nicht der Cursor innerhalb der Zelle gesetzt ist, da sonst ein anderes Kontextmenü erscheint. Es können auch mehrere Regeln für einen Objekttyp erstellt werden. Entweder kann eine leere Zeile hinzugefügt werden oder eine bestehende Regel kann über das Kontextmenü dupliziert werden. Über die Möglichkeit, meine Regel für Attribute zu duplizieren, kann ich beispielsweise auch schnell Regeln für Hierarchien und Texte erstellen. Mit dieser Funktion können die enthaltenen Objekte von Transporten bequem und übersichtlich angezeigt werden. Hierfür stehen zwei Eingabemethoden zur Verfügung, welche über zwei Radio-Buttons ausgewählt werden können. Einerseits kann ein Transport direkt eingegeben und angezeigt werden. Untergeordnete Transporte können dabei eingeschlossen werden. Andererseits kann eine Mehrfachauswahl über eine Suchhilfe vorgenommen werden. Hierfür müssen zunächst die vorhandenen Transporte aus dem System gelesen werden. Um die Ladezeit bei sehr vielen Transporten zu verkürzen, können auch nur die Transporte der letzten 30 Tage gelesen werden. Über die Schaltflächen mit den Pfeilen können die ausgewählten Transporte anschließend zur Analyse hinzugefügt und bei Bedarf entfernt werden. Sowohl in der Such- als auch in der Analyseliste kann die Filterzeile genutzt werden. Auch hier können untergeordnete Requests optional in die Analyse eingeschlossen werden. Über die entsprechende Schaltfläche wird die Analyse für die ausgewählten Transporte gestartet. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, können die aufgeführten Objekte auf Einhaltung der Namenskonventionen geprüft werden. Dies setzt voraus, dass die gewünschten Namenskonventionen auch hinterlegt wurden. Über einen Rechtsklick auf das Stiftsymbol können Namenskonventionen für den entsprechenden Objekttyp bearbeitet werden, wenn noch keine Konventionen hinterlegt wurden. Das gelbe Warnsymbol zeigt an, dass für diesen Objekttyp keine Konventionen hinterlegt werden können, zum Beispiel für Info-Areas. Um die Ansicht übersichtlicher zu gestalten, können Objekte, welche für die Prüfung auf Namenskonventionen irrelevant sind, ausgeblendet werden. Hierdurch werden Objekte ohne technischen Namen oder Objekte im SAP-Namensraum ausgeblendet. Diese Funktion kann verwendet werden, wenn Reporting-Elemente anhand einer Kombination enthaltener Objekte identifiziert werden sollen. Über die Objektauswahl können berechnete und eingeschränkte Kennzahlen Basiskennzahlen Merkmale und Navigationsattribute zu der Analyseliste hinzugefügt werden. Es kann die notwendige Mindestanzahl von Übereinstimmungen festgelegt werden, wenn Sie beispielsweise festlegen wollen, dass von 5 ausgewählten Objekten nur 4 beliebige verwendet werden müssen. Auf diese Weise kann die Auswahl erweitert werden. Über die Schaltfläche Ausführen wird die Analyse gestartet. Alle Objekte, welche den Suchkriterien entsprechen, werden in der unteren Liste aufgeführt. Über das Kontextmenü lassen sich weitere Funktionen für die gefundenen Objekte ausführen. Der Variablen-Analyzer dient dazu, Variablen nach deren Eigenschaften auszuwählen und optional noch deren Verwendung in Queries und anderen Reporting-Elementen anzuzeigen. Wenn Sie mit Standardmitteln prüfen möchten, ob es bereits eine Variable mit bestimmten Eigenschaften im System gibt, ist das nicht so einfach möglich. Oft wird die aufwendige Suche gescheut und einfach eine neue Variable angelegt, was dann zu Duplikaten führen kann, die die Wartbarkeit und Übersichtlichkeit des Systems erschweren.
Angenommen, Sie benötigen bei der Definition einer Query eine eingabebereite Variable zu dem Merkmal NullCampCode mit der Verarbeitungsart manuelle Eingabe, die über eine Selektionsoption ausgewählt werden soll. Außerdem sollen nur Variablen berücksichtigt werden, die mit Z beginnen. Dazu setze ich als Wildcard einen Stern. Außerdem kann die Verwendung aller ausgewählten Variablen analysiert werden. Alternativ kann die Verwendung der Variablen auch später durch einen Doppelklick einzeln analysiert werden. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Variablen anzeigen, werden die ausgewählten Variablen aufgelistet. Der Anzeigebereich der Variablen kann expandiert werden und so die Elemente angezeigt werden, in welchen die entsprechende Variable verwendet wird. Zusätzlich können Duplikate angezeigt werden. Innerhalb eines Bereichs werden Variablen aufgelistet, die die gleichen Eigenschaften haben. Die Ergebnisse des Variablen-Analyzer können als Excel-Tabelle exportiert werden. Über die erweiterte Selektion sehen Sie eine Vorschau aller zu der Selektion passenden Variablen und können auch gezielt mehrere Einzelwerte für Variablen zur Analyse auswählen. Mit der Funktion ABAP-Scan kann der ABAP-Quellcode des gesamten Systems nach beliebigen Stichworten durchsucht werden. Zunächst wird der Suchbegriff in die Suchzeile eingegeben, zum Beispiel Select Single. Damit werden alle Fundstellen gelistet, auch wenn der gesuchte Text mitten in einer Zeile steht. Die Eingabe von Wildcards vor und hinter dem gesuchten String ist nicht erforderlich. Nach einem Klick auf die Schaltfläche Starte ABAP-Scan können die Stellen ausgewählt werden, welche für die Analyse berücksichtigt werden sollen. Hier wähle ich beispielsweise Transformationen. Standardmäßig werden Kommentarzeilen ignoriert, aber es besteht die Möglichkeit, diese in die Analyse einzuschließen. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, kann die Analyse gestartet werden. Sobald die Analyse beendet ist, werden die Fundstellen aufgelistet. Das Ergebnis zeigt den genauen Kontext der Fundstelle, also zum Beispiel die Quelle und den Zielinfoprovider einer Transformation. Der vollständige Quellcode der Fundstelle kann über einen Doppelklick oder über das Kontextmenü angezeigt werden. Die Fundstelle innerhalb des Quellcodes wird gelb markiert. Mithilfe dieser Funktion kann überprüft werden, in welchen Queries oder eingeschränkten Kennzahlen ein Merkmal in einer bestimmten Ausprägung verwendet wird. Hierfür muss zunächst ein Merkmal ausgewählt werden, zum Beispiel das Merkmal Kostenstelle. Anschließend kann eine Ausprägung eingegeben werden und die Suche gestartet werden. Ich möchte gerne wissen, in welchen Objekten eine Einschränkung auf die Kostenstelle 1000 vorgenommen wurde. Die Objekte, in denen die angegebene Merkmalsausprägung verwendet wird, werden nun aufgelistet. In diesem Fall wurde eine Einschränkung auf Kostenstelle 1000 in der Query Auswertung Kostenstelle verwendet. Von dieser Stelle aus kann auch über das Kontextmenü direkt eine weitere Analyse der Query gestartet werden. Mithilfe dieser Funktion kann die Verwendung von sämtlichen BW-Objekten überprüft werden. Hierfür muss zunächst der Objekttyp ausgewählt werden, zum Beispiel DSOs. Anschließend kann ein Objekt aus der Liste ausgewählt werden. Die Analysefunktion kann über die Toolbar oder das Kontextmenü gestartet werden. Nun kann festgelegt werden, in welchen Objekttypen die Verwendung geprüft werden soll. Einige Objekttypen können ausgegraut sein, wenn eine Verwendung des ausgewählten Objekts in diesen nicht möglich ist. Außerdem kann auch die Verwendung in ABAP-Coding nachgewiesen werden. Hierfür müssen einfach die entsprechenden Optionen angehakt werden. Über die Schaltfläche Starte Analyse kann der Verwendungsnachweis gestartet werden. Sobald der Analysevorgang abgeschlossen ist, werden die Fundstellen in zwei Tabs aufgelistet. Im linken Tab wird die Verwendung in Objekten gegliedert nach Objekttypen aufgeführt. Über das Kontextmenü können weitere Analysen zu den angezeigten Objekten durchgeführt werden. Im rechten Tab wird die Verwendung in Coding aufgelistet. Hier kann über das Kontextmenü der Source Code angezeigt werden.
Über die Toolbar können die Analyseergebnisse als Excel-Datei exportiert werden. Diese Funktion erstellt eine Matrix über die Verwendung von Objekten eines Info-Providers in ausgewählten Queries. Zunächst muss ein InfoCube oder Multiprovider ausgewählt werden. Über einen Doppelklick auf das gewünschte Objekt werden die Queries angezeigt, die auf diesem Info-Provider definiert sind. Nun können die gewünschten Queries ausgewählt und die Analyse gestartet werden. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, wird das erstellte Excel-Dokument geöffnet. Die Funktion hilft Ihnen, wenn Sie prüfen möchten, ob es im System auf einem festgelegten Info-Provider bereits eine Query mit einem bestimmten Aufbau gibt. Ein weiterer Anwendungsfall ist, dass die erzeugte Matrix Sie erkennen lässt, welche Objekte eines Info-Providers in keiner Query genutzt werden und somit gegebenenfalls gelöscht werden können. Für diesen Anwendungsfall ist es natürlich wichtig, dass alle Queries des Info-Providers ausgewählt werden. Diese Funktion kann genutzt werden, um das Mapping einzelner Info-Objects über den Datenfluss zu analysieren. Um das gewünschte Mapping anzuzeigen, wählen Sie zunächst einen Info-Provider aus. Nachdem die Analyse über die Toolbar, das Kontextmenü oder einen Doppelklick auf den ausgewählten Info-Provider gestartet wurde, kann ein Info-Object des Info-Providers für die Mapping-Analyse ausgewählt werden. Endroutinen können optional für die Mapping-Analyse berücksichtigt werden. Ein Klick auf die Schaltfläche Start führt die Mapping-Analyse für das ausgewählte Info-Object aus. Nun wird in der linken Spalte der Datenfluss in einer Baumstruktur dargestellt und in der rechten Spalte das jeweilige Mapping des analysierten Info-Objects neben den Transformationen aufgeführt. Um weitere Details zu erfahren, kann über das Kontextmenü das ABAP-Coding der Transformationen angezeigt werden. Anhand dieser Funktion können Sie überprüfen, ob und in welchem Umfang Daten in einen Info-Provider geladen wurden. Nach der Auswahl des gewünschten Info-Providers kann die Art der Analyse festgelegt werden. Es können entweder die Datenbankstatistik oder die Tabellen ausgelesen werden. Im Fall der Datenbankstatistik liefert die Analyse neben der Anzahl der Datensätze auch den benötigten Speicherplatz. Über OK kann die Analyse gestartet werden. Nun wird der Datenfluss in einer Baumstruktur dargestellt und in Spalten werden die Tabellen, Datensätze und im Fall der Datenbankstatistik auch der Speicherplatz der Info-Provider angezeigt. Mithilfe dieser Funktion können Sie Reporting-Elemente analysieren und vergleichen, zum Beispiel berechnete Kennzahlen. Über einen Doppelklick oder aus dem Kontextmenü kann die Analyse des ausgewählten Objekts gestartet werden. Nun wird der Aufbau dargestellt und über einen Doppelklick kann die berechnete Kennzahl weiter aufgeschlüsselt werden. Bei tief verschachtelten berechneten Kennzahlen bietet es sich an, die Funktion in der Toolbar zur automatischen Aufschlüsselung aller berechneten Kennzahlen zu verwenden. Wenn zwei Objekte verglichen werden sollen, kann unterhalb der Objektauswahl Vergleichen ausgewählt werden. Dies ermöglicht per Drag-and-Drop ein weiteres Reporting-Element in den rechten Bereich hinzuzufügen. Für die Analyse von Prozessketten werden zwei Funktionen zur Verfügung gestellt. Zum einen kann eine Liste aller eingeplanten Ketten angezeigt werden. Hier müssen keine Einstellungen vorgenommen werden. Als Ergebnis wird eine Excel-Tabelle erstellt, welche alle eingeplanten Ketten mit den nächsten Startzeitpunkten anzeigt.
Andererseits kann eine Matrix der Logs vergangener Prozesskettenläufe erstellt werden. Hierfür kann als erstes der analysierte Zeitraum festgelegt werden. Anschließend können die Prozessketten ausgewählt werden. Die Auswahl kann auch gespeichert und beim nächsten Programmstart genutzt werden. Sowohl für die Prozessketten als auch für die enthaltenen Prozesse kann festgelegt werden, ob die Laufzeit oder Start- und Endzeitpunkt angezeigt werden soll. Standardmäßig werden Zeiten, in denen keine Prozesskette eingeplant ist, ausgeblendet. Wenn auch leere Zeitintervalle eingeblendet werden sollen, muss die entsprechende Option angehakt werden. Wenn auch die einzelnen Prozesse in der Matrix dargestellt werden sollen, muss der Punkt Detaillierte Analyse aller enthaltenen Prozesse angehakt werden. Über die Schaltfläche Start kann die Analyse gestartet werden. Die erstellte Matrix zeigt außerdem die Anzahl der parallel ablaufenden Prozessketten. Diese Information kann genutzt werden, um Freiräume für die Einplanung neuer Prozessketten zu erkennen. Erfolgreich abgeschlossene Prozessketten werden grün dargestellt. Fehlerhaft beendete Prozessketten werden rot, aktive Prozessketten gelb dargestellt. Neben den gezeigten Funktionen enthält das Modul Analyse des Doku-Performers viele weitere beliebte Funktionen, welche die tägliche Arbeit mit SAP-BW-Systemen erleichtern und beschleunigen. Wie bereits zu Beginn des Videos erwähnt, würde die Erläuterung aller Funktionen den Rahmen dieses Tutorials sprengen und es wurden daher nur die erklärungsbedürftigen Funktionen vorgestellt. Einen guten Überblick über sämtliche Funktionen des Moduls können Sie sich auf unserer Website verschaffen. Hiermit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich möchte mich bedanken und hoffe, dass ich Ihnen helfen konnte.